geil ist das denn? So, die Bundesliga-Prognose zum kommenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Heute mal aus Vechter nach der Lesung an meiner Seite Felix Groß. Felix, erstmal Dankeschön, dass du mitmachst. Im Tippspiel hast du dich ja so ein bisschen verabschiedet, ne? Nachdem du irgendwie geschlört hast, geschludert hast oder zu schlecht warst. Was war los? Eher zu schlecht. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Ich war zu weit hinten, aber jetzt drücke ich natürlich dir die Daumen, dass du noch ein paar Plätze gut machst und hoffe, dass mein Bruder noch aus den Top 20 fällt. Ja, weil der ist unglaublich. Toni, unglaublich. So, komm, fangen wir an. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Willst du anfangen oder soll ich zuerst? Mach du mal. 1-1. 1-3. Bayern 04 gegen den HSV, also Leverkusen gegen den HSV. Da fängst du mal an. 4-0, weil ich tippe gerne gegen HSV. 3-1 für Leverkusen. Wolfsburg gegen Stuttgart, sage ich 2-0. Gehe ich mit 2-0. Augsburg gegen Schalke. 1-1. Gehe ich auch mit, 1-1. Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach, sage ich 2-2. 2-3. Hertha BSC gegen Paderborn. Ein sensationelles 0-0. Ich sage ein 1-0 für die Hertha. Dann ihr, Werder gegen Mainz 05. Jawohl, 3-1 für Werder. 2 Tore groß. Da sage ich 2-1 für Werder. Frankfurt gegen Hannover 96 sage ich 2-1. 3-2. Und SC Freiburg gegen den 1. FC Köln. Dann machen wir aber einen Auswärtssieg 1-2. Da sage ich 1-1. So, dann muss ich den Leuten vom Buschi TV noch was zeigen. Ja? Mit Ratatatata-Widmung. Felix Trikot von Werder. Dafür natürlich an dieser Stelle vielen Dank. Sehr gerne, ich hoffe, das findet einen guten Platz. Wollen wir den Leuten mal erzählen, dass ich dir hier auf dem Podium die Frage gestellt habe, wie ist es eigentlich im Schatten von Toni zu stehen? Die schlechteste Sportreporterfrage, aber die, die du am häufigsten gestellt bekommst, ne? Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut. Nein, also es ist für mich natürlich auch praktisch, weil ich die Antwort schon kenne auswendig und kannst du mich nachts um 3 wecken. aber das NBA-Tippspiel gegen Toni, das läuft weiter und da liegst du vorne. Absolut, und das wird auch weiterhin so sein. Also ja, muss ich schon noch ein paar Gedanken machen für ein paar Geschenke. Alles klar, danke Felix, danke auch für den Besuch auf der Lesung. Ich werde dich und den Toni natürlich weiter im Auge behalten und ein bisschen an der Expertise in der NBA noch arbeiten. Absolut, wir behalten dich auch im Auge. Danke, tschüss. Tschüss. Danke dir.